Willkommen zurück, liebe Leute, zu einem sehr, sehr schlechten Unwetter in Hyrule. So, wir waren auf der Suche nach dem hier. Und zwar nach Hattendo. Aber wir sehen, und es kommt hier sehr, sehr schlechtes Wetter in die Quere. Aber auch dies soll uns nicht hindern, denn wir wollen nach Hattendo. Denn da geht's weiter. Und ja, ich hoffe, dass wir in dem Part schaffen, dahin zu kommen. Aber ich bin doch mal ganz zuversichtlich, dass dem so sein sollte. So, wenn man jetzt auch irgendwas sehen würde. Ja, also, ne, ihr seht schon, das Wetter ist nicht so schön. Ob das jetzt zufällig ist oder gewollt, keine Ahnung. So, aber hier haben wir erstmal irgendwas. Jetzt könnte man sich fragen, wer ist das? Ach, Scheiße. Komm nur her. Damit. Ich will keine Pfeile. So, jetzt hat falsche Taste zuerst. Hallo, der Controller geht einfach mal nicht. Jetzt hat. Hä? So, ich hab mein Pferd draußen. Ah. So. Ah, Stall der Zwillingsbärs mal wieder, ist ja in der Miss. Aber erst möchte ich den Typ gefällig machen. So, du kleiner Arsch. Komm her. So, so wollen wir's haben. So und nicht anders, ne? Also, die Sachen nehmen wir gerne. So, und hier sind wir wieder bei Kaka, beim Stall der Zwillings. Herre. Die kennen wir schon, wobei wir in diese Richtung abdriften müssen. Müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Aber schön, mal wieder hier zu sein. So. Ich mag's immer hier. Irgendwie ist das so eine meiner Lieblingsstellen im Spiel. Ich weiß nicht wieso, hier sind Pferde. Alles ist Frieden. Ja. Ja, na, hier wie gesagt nochmal kann man im Wild registrieren. Ja. Wiedersehen. Hallo, nein, ich habe jetzt einmal drauf gedrückt. Ist Depp. Wiedersehen. Also. Wir können auch gerne mal probieren, ein Pferd zu fangen, mal irgendwann. Aber um Wildpferd zu fangen, ne, müssen Pferde da sein. So, ja, ich überlege gerade, wir müssen halt irgendwie da nach hinten. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Oder mal sehen. Ich habe keine Ahnung, ob wir über den Weg dahin kommen, wo wir hinwollen. Ich meine, an sich in der Theorie geht das in die richtige Richtung. Ne? Aber es. Na doch, kann sogar sein. So. Aber ich vermute mal, das wird ein langer Weg, den wir jetzt hier vor uns haben. Und nicht so schnell vergehen wie der nach Kakariko, den wir das letzte Mal genommen hatten. Aber wie gesagt, übrigens, die müssen mal auf die Karte schauen. Hier sind wir. Da ist eben Stall der Zwillingsberge. Und wo war nochmal unser Ziel? Ich sehe es gerade selbst, nächste Step. Was hat es mal? Die fette Insel einfach mal an, ne? Also die fette. Nicht Insel, sondern das fette Reis, ne? Und wir sind im Team 1% davon. Also. Ihr seht, was ich meine. Es ist einfach richtig, 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 richtig fett, die Welt. Und das ist richtig, richtig cool. Ja. Ne, viel mehr kann man nicht dazu sagen. So. Also. Ich hoffe, dass uns der Weg jetzt tatsächlich zum Ziel führt. Sonst wäre es ein bisschen doof, aber ich habe keine Ahnung, ne. So, und wir laufen immer random bei Gegnern vorbei. Die ist jetzt für uns interessieren. Hallo?
Das sind mir so viel auf einmal. Sagen wir noch. Ja. Alles klar, wieso kommen die eigentlich wieder? Ich dachte, die waren weg. Die laufen ohne Kopf herum, das ist zwar auch nicht so ziel. Ah ja. So. Jetzt halt. Wir wurden gerade für unseren Plan, dahin zu gehen, abgehalten. Wegen den Bocklins. Oh, und da ist Siegeborg. Nein, mit denen wollen wir es nicht anlegen. Da ist so eine ganze Herde. Böse. Und doch, die Dinger sind böse. Alles böse, Fieser. So, fuck. Ja, wir müssen irgendwie rüber. Aber okay, ich bin dumm. Hier ist ja... Nice, ne? Ein Fluss. So, und dann müssen wir auf die andere Seite. Aber stopp, da kam wenig da von der Brücke. So, ne, die hat uns aber nichts genutzt. Wir müssen... Da kam er ja her. Was ist denn das hier? Ich bin gerade leicht verwirrt. Achso, ja, nee, stimmt schon. Dieser Weg führt uns nicht zum Ziel. Weil da gehen wir einfach, ja, wir müssen wirklich komplett außen rum gehen. Es ist jetzt zwar ein bisschen doof so, aber wir müssen das. Ja, weil es anders nicht geht. Das heißt, du musst jetzt erstmal zum Stall der Zwillingsberge zurück. Und dann müssen wir schauen, wie es von dort aus weitergeht. Ne? Im Zweifelsfall geht, es gibt hier wirklich richtige Wege, sage ich mal, die wir entlang gehen müssen, die uns ins Ziel führen. Und ich glaube, da muss man jetzt, wenn man so in der Stadt möchte, jetzt hier eben nicht einfach irgendwie querbeet durch alle Felder gehen. Das wäre ja Blödsinn, wollte ich jetzt sagen. So, wo ist jetzt aber das Teil? Da. Ah ja. Schön. So das Feeling. In Zelda. Muss ich schon sagen. So. Ja, ich hoffe, dass der Weg, den wir jetzt gehen, der irgendwie Sinn macht. Den es der letzte ja nicht wirklich gemacht hat. Keine Ahnung. Aber es wird noch vermuten, doch, doch. Das macht so einen Sinn. Wie wir hier entlang gehen. Natürlich kann es dann nicht einfach erst in zwei Parten oder weiß der Geier wann die Stadt finden, ne? Aber das wird ja irgendwie auch noch reißen, finde ich definitiv. So. Also. Gehen wir weiter auf dem Wegen. Ja, ich bin ja dumm. Hier ist einfach mal eine Brücke. Zum Fluss. Ne. Ja, das ist die große Bruderbrücke. Das ist auch mal ein lustiger Name von der Brücke. Ja, also generell gilt, und da bin ich auch drauf gekommen, irgendwie, wenn man eine Stadt finden müsste, braucht man einfach nur die Brücken entlang zu gehen. Und Wege, dann kommt man irgendwie automatisch hin. Aber schaut erstmal an, wie schön das aussieht hier. Wunderschön. So. Ah, große Bruderbrücke, kleine Bruderbrücke, geht's in die Richtung. Sehr schön. Aber jetzt sind wir... Achso, nee, das stimmt noch. Weil, wir müssen jetzt über die kleine Brücke... Oh, hier haben wir einen Gegner. Das heißt, wir haben mehr Gegner. Scheiße. Nein. So. Kommt nur her. Jetzt habe ich einmal den Weg weiter kaputt gemacht. Sehr schön. Brr. So. Ich kann mir natürlich nicht mehr lesen, was da stand. Sehr schön. Naja.
Ich folge dem Weg hier einfach und hoffe, dass es jetzt hier nochmal viel strebig in die richtige Richtung geht. Aber ich glaube, dem dürfte rein logischerweise so sein. Irgendwie. Oder? Ich habe gerade keine Ahnung. So, kleiner Bruderbrücke. Aber es wird irgendwie wieder auf einer anderen Seite, als wo wir hin müssen, oder? Hä? Ich kapier's gerade nicht. Wie ist hier ein Fluss? Und ich weiß nicht, ob das hier gerade so eine... gute Idee von uns da, was wir gerade machen. Hm. Da sind wir dann das richtig, oder wie? Ah ja. Wir machen einen weiten Weg. So, wo müssen wir jetzt nochmal hin? Dings, wie ist denn? Achso, wartet mal. Anmelde. So. Schön. Ich habe keine Ahnung. Aber es kommt auch wieder in Richtung Stall der sieben Zwerge, oder nicht? Sieben Zwerge vor allem. Nee, weil hier war irgendwo ein Fluss, der in der großen Karte nicht angezeigt wird, oder? Ich weiß es gerade nicht, ob wir in die richtige Richtung gehen. Ich habe einen Überblick verloren. Sehr schön. Aber es kann sein, dass wir gerade... und das wird mich... ja, ja, ich glaube, wir sehen es jetzt nämlich gerade. Umso sehr wir weiter... ach, fuck. Umso sehr wir weitergehen... ist das im Aus? Ja. Umso sehr merken wir, dass wir hier wieder am besagten Fluss ankommen. Glaube ich. Den wir einfach, ja, wo wir drüber gehen müssen, oder? Macht das Sinn? Ja. Und da muss man drüber, ne? Ich glaube, da hat es gepasst. Wir müssen einfach auf der anderen Seite weitergehen, dann weiß ich jetzt so ungefähr. Oh, da ist ein Pferd. Ey, aua. Ich wollte jetzt mal erst das Pferd fangen und dann so eine Scheiße. Ey, 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 ey. Stopp. Ich will euch nichts tun. Ruhig, ruhig, ruhig. Ah, Mann. Ich werde jetzt verzaubern erstes. Hier ist doch L, oder? Oh, das heißt, oben ist L, ja, keine. Ja, ich denke, hab die fast. Nein, was sind die Pferde? Alles klar. Hä? Sie ist nicht weg, oder wie? Sehr schön. Mann. Na, keine Pferde. Das nächste Mal. Oder? Ha, hier, hu. Komm, bitte. Aua! Was fällt dir eigentlich ein, du Mistvieh? Trittst mich einfach. Was ist denn das? Was macht das Pferd mit mir? Drecks Pferd ist. Nee, sorry. Sorry dafür, aber das Pferd mag müssen ist. Muss uns ein anderes suchen. Es hilft nichts. So. Ich muss mal irgendwas essen. Ich esse Äpfel. So. Da bekommt man wie Minecraft im Schirm wieder Leben. Das ist ja auch ein Est ganz witzig, wenn man so im Real Life irgendwie das irgendwie wehtut und da einfach nur irgendwas essen müsste. Ja, und da wieder Leben hat. So, jetzt auf einmal ist wieder komisches Wetter und es regnet. Und jetzt beachten wir mal, was passiert, wenn wir auf der anderen Seite vom Fluss ankommen. Was wir jetzt aber freilich über eine Brücke machen werden.
Ja, dann kann er probieren, wirklich jetzt hier knallhart. Fuck. Immer irgendein Gegner. Glaube ich, dazu wird zu season. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rüber. So. Ja, ihr seht schon. Gerade ist hier sehr krasses Wetter. Und jetzt auf einmal. Ja, ihr seht schon. Nee. Gerade dann auch so schönes Wetter, schöner Sonnenuntergang. Obwohl es eigentlich erst 9 Uhr früh ist. Okay, also dann halt nicht Sonnenaufgang, aber trotzdem war schönes Wetter, ne? So, und wir gehen jetzt hier entlang. Nach meiner Logik dürfte uns dieser Weg hier zum Ziel führen. Kein Peil, ob dem so ist, aber ist, glaube schon. Also ich glaube, dass uns dieser Weg hier zum Ziel führen wird. Keine Ahnung. Ich würde es mal vermuten. So, hier ist ein Schrein in der Nähe. Ne, das hört man ja an dem Schreinalarm. Brr, 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 brr. Alles klar, hier ist. Ja, nice. Hier. Ja, das kann hier eigentlich gar nicht wirklich entlang gehen. Die haben uns die ganze Zeit in so einer fucking Felswand fortbewegt. Das finde ich krass. Aber dann ist das hier schon mal definitiv nicht der Weg, den wir gehen wollen. Ja, geil. Zu dem Bereich hier außen können, kommen wir jetzt noch nicht hin. Wo geht's jetzt zu der Stadt, den wir suchen? Halt, stopp, Hyrule-Gras, nebenher. Gerne mit. Hm, irritierend. Wo geht's hier weiter? Naja, ich bleib einfach mal in Richtung Weg. Auf dem Weg und dann denke ich mal, sollten wir herausfinden, wo's. Ja. So Mord hingeht. Den wir suchen, ne? Weil ist natürlich, es wird in die Richtung angezeigt, aber da war halt, glaube ich, irgendwie ein Fluss oder so im Weg. Keine Ahnung. So, das war's für heute, liebe Leute. Im nächsten Part geht's weiter. Ich hoffe ja, dass wir dann da die gesuchte Stadt finden. Keine Ahnung. Das sehen wir im nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Hehe und ciao. Haha. Beste Verabschiedung erweitert.